So, hier ist die Einfahrt. Da ist die Rezeption und hier drüben ist, ich weiß nicht, die Kinderspielburg. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal rein. Kleiner Abenteuerspielplatz. So, hier geht es dann weiter. Das ist das Strandpavillon hier drüben. Da sind die Veranstaltungen drin. Oder draußen, je nachdem. So, hier ist ein kleines Geschäft. So, hier sieht man nochmal den Pavillon. Ja, dann geht schon hinten aus auf den Campingplatz. Dann ist hier rechts nochmal ein Waschhaus. Weiter oben ist noch eins. Und halt hier vorne war noch eins. Ja. Ja, das ist ein Teerhaus mit nur zwei. Hier sind nur die Waschmaschinen drin auf der rechten Seite. Und hier links der Bereich ist mehr unter den Bäumen und den Buchen. So, da ist Waschhaus Nummer 3, meine ich. Das ist das Neueste. Da ist ein Fitnessraum drin, Bowlingbahn. Unten sind halt noch so ein paar Spiele für Kinder drin. Ich glaube Billard und sowas. So, Waschhaus 3. Hier schauen wir jetzt mal rein, ob keiner da ist. Ja, das sieht gut aus. Ja, die Parzellen sind ein bisschen unterteilt, ne? Gibt S, M, L und XL. Ja, und da unten sieht man halt nochmal, schauen wir gleich mal. Also der Platz ist relativ überschaubar, also keiner von den richtig großen Plätzen. Und ohne Vorreservierung im Sommer geht hier gar nichts. Und jetzt zu der Zeit, also, bekommt man relativ gut noch einen Platz. 2 Jahre im Voraus buchen die, ne? Stellenweise. Mhm. So, hier vorne sieht man noch mal die Ferienhäuser. Ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück oder so haben sie. Ja. So, da geht einfach unten noch ein Weg raus Richtung Kölpingsee. Und das ist jetzt hier oben der Ausgang. Einer von den beiden, die Richtung Strand gehen. Ist jetzt auch nicht so weit. 5 Minuten vielleicht. Ja, alles sehr gepflegt. Ne? So. Ja, und hier ist dann halt der Durchgang zur Brücke rüber und dann kommt man über die Treppe zum Strand runter.
Ja, nochmal traumhaftes Wetter heute, ne? Aber wie gesagt, ab morgen soll es sich ganz schön ändern. So, wir werden uns mal auf den Weg machen zum letzten Fischbrötchen in der Ostsee. Ja, zumindest auf Usedom das letzte. Genau. Und bis jetzt haben wir jeden Tag eingehalten, ne? Mindestens eins. Ja, jeden Tag ein Fischbrötchen. Ja. Ja, dann wollen wir von aus zum Fischjäger nochmal gehen, ne? Ja, das ist sehr lecker. Ja. So, das letzte, ne? Das letzte Matthias-Brötchen auf Usedom. Und dazu testen wir heute mal ein Störtebäcker Schwarzbier. Sehr lecker. Ist gut. Hm, schön mal. Einen schönen guten Morgen. So, wir haben jetzt die letzte Nacht hier oben auf Stubbenfelde verbracht. Und ja, die war recht turbulent, ne? Die hatten ja schon gemeldet für die Wettervorhersage mit Sturm. Und genau so ist es eingetreten. Also heute Nacht ging es, oder gestern Abend eigentlich, ging es schon relativ gut los. Und heute Nacht, so gegen 4, hat es dann einen kleinen Rappel bei uns auf dem Dach gemacht. Wir sind natürlich aufgestanden, weil wir schon gedacht haben, irgendwie ist da was passiert. Ja, und da hat es doch wirklich hier von diesen, ich glaube Douglasien oder Tannen, was ist denn, ich meine, oh, ich müsste gucken, ich glaube es sind Douglasien, kam da wirklich ein Ast runter und hat uns so ein bisschen erwischt. Das war es zwar kein großer, ich wollte ihn auch noch filmen, aber ja, der Service oder der Platzwart, die sind schon mit dem Kitty unterwegs gewesen und haben alle Äste eingesammelt. Also wir haben auch Glück gehabt, ich war schon oben, habe schon mal durch die Dachluke geschielt und vorne alles inspiziert, das war ja relativ weit vorne. Wir haben Gott sei Dank nichts abbekommen. Ich gehe mal von aus, dass er irgendwie so ein bisschen flach aufgeschlagen. Aber es hat schon einen ganz schönen Schlag getan, so dass wir beide echt munter waren und ja, mit der Taschenlampe erstmal raus sind. Und heute Morgen sieht es nicht anders aus. Ich werde dann gleich nochmal ein kleines Video von den Bäumen draußen machen. Vielleicht komme ich auch noch bis zum Strand, mal gucken, dass man mal sieht, wie die Wellen heute Morgen sind. Aber es ist schon heftig. Ja, wir frühstücken jetzt erstmal und dann haben wir ja schon bezahlt. Wenn wir noch ein bisschen Wasser tanken, Wasser ablassen, Toilette entsorgen und dann wollen wir mal schauen, in welche Richtung es uns treibt. Wir wissen selber noch nicht genau. Jo, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Jetzt aber nichts viel los.